witnessed who's been killed and who's been kissed. I'll be gone. We're all herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Santiago Bernabeu in Madrid. Mein Name ist Bob Bayer. Mit mir am Mikrofon heute Sebastian Ellmann. Also das war schon klar, das war teilweise unfair, was sich diese beiden Mannschaften bei ihrem letzten Aufeinandertreffen geleistet haben. Hoffentlich geht es heute ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemächlicher zu. Marc Janko. Zlatko Junuzovic. Sowas darf sich die Abwehr nicht erlauben. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ja, das ist eine gute Chance jetzt. Wunderschöne Kombination. Herrlich anzusehen. Er hat sich durchgespielt. Oh, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr. Das ist ja noch früh im Spiel, also kann es doch eigentlich nur besser werden. Fabregas. Der Ball hat Silva. Fabregas. Guter Spielzug. Wunderbarer Pass. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten zeigt an, Abseits. Lalala, das ist eine ganz enge Abseitsentscheidung. Da geht es ja um Zentimeter. Dragovic. Zlatko Junuzovic. Arnautovic. Junuzovic. Oh, da lässt er den Ball abklatschen. Der Ball geht ins Tor aus, Ecke. Oh, da war mehr drin. Aber da muss schon alles stimmen. Da muss das Timing richtig sein. Da muss das Zuspiel im richtigen Augenblick kommen. Du musst den Ball optimal treffen. Und das war hier nicht der Fall. Junuzovic. Fabregas.
Leid geht beim Ball. Ah, der Ball ist im Tor. Das wird der Partie mit Sicherheit jetzt gut. Ja, ich meine, was sollen die Fans jetzt auch sagen, Tom? Was für ein Rückschlag für die Heimmannschaft. Ist ja klar, dass sie nicht in Jubel ausbrechen. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball da doch irgendwie im Tor unter. Silber. Klasse, wie er den spielt. Fabregas. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Und das sieht gefährlich aus. Der Ball hat Iniesta. Das ist Sergio Ramos. Ah, klasse Pass. Ach, und der passt genau in den Knick. Da ist doch der Ausgleich. Die Führung ist dahin. Alles wieder spannend, alles wieder offen. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben. Und jetzt hat er das Tor erzielt. Zlatko Junuzovic. Junuzovic. Und was für ein Tor. So, das war der Führungstreffer. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und den schlägt er jetzt weit nach vorne. Den Ball hat Francesc Fabregas. Zlatko Junuzovic. Das ist Sergio Ramos. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Super Torschuss. Ein paar Zentimeter fehlt. Ein paar Zentimeter. Aber so geht der Ball knapp drüber. Ja, da wäre es doch fast soweit gewesen hier für seinen zweiten Treffer. Aber immerhin, er kann sich ja trösten, hat er schon ein Tor erzielt. Da
Dragovic. Erstklassiges Zuspiel. Arnautovic. Ja, schön, da lassen sie den Ball laufen. Junuzovic. Und drauf aufs Tor. Arnautovic. Ja, wieder ein Versuch von ihm. Hier ein Tor hat er gemacht. Das gibt viel Selbstvertrauen. Sehen wir in dieser Situation auch, wenn sie nicht von Erfolg gekrönt ist. Ja, und der Ball fliegt weit bis tief hinein in die gegnerische Hälfte. Den Ball hat Francesc Fabregas. Ein wunderbarer Pass. Und der Pass ganz genau ist drin. Tor! Ja, da hat sich der Torhüter böse verschätzt. Also das Tor geht eindeutig auf ihn. Und wenn man sich die Spielanteile beider Mannschaften betrachtet, dann muss man sagen, der Ausgleichstreffer geht völlig in Ordnung. Den holt sich der Keeper. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Dragovic. Der Abwehrspieler spielt zurück zum Torwart. Ja, schönes Dribbling vom Keeper. Sieht gut aus. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Kommt gut. Und so auf für dieses Tor sehen. Es wird uns nicht langweilig. Schlechtes Stellungsspiel des Torhüters in dieser Situation. Also das Tor geht ganz klar auf seine Kappe. Das war schon sein zweites Tor. Heute will das aber wissen. Christoph Leitge. Junuzovic. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Fabregas. Das ist Silva. Da zieht er ab. Ja, knapp drüber. Der Spielstand und das verspricht uns allen, liebe Zuschauer, eine spannende zweite Hälfte. Was für eine erste Halbzeit. Die Chancen waren gleichmäßig verteilt. Also ich traue mir noch keine Prognose zu für den zweiten Durchgang. Was meinst du, Tom?
richtig warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Fabregas. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Und der ist gut und der ist drin. Das ist doch wunderbar. Jetzt ist die Spannung wieder da nach diesem Ausgleichstreffer. Und das war wirklich klasse gemacht. Der Torhüter ohne jede Chance. Das ist Francesc Fabregas. Der Ball hat Silva. Das ist Iniesta. Wow, der landet auch noch genau beim Mitspieler. Super gemacht von Iker Casillas. Kann er die Möglichkeit nutzen? Also darf sich eine Abwehr heutzutage nicht mehr präsentieren. Nee, da hat er zu wenig Zielwasser getrunken. Da kann er jetzt nicht jeder Ball reingehen. Zweite Versuch jetzt hier von ihm, aber nur der erste fand den Weg ins Tor. Ja, das müsste eigentlich eine gelbe Karte zur Folge haben. Ja, jetzt stellt er ihn vom Platz mit der roten Karte. Und ich glaube, da müssen wir noch nicht mal die Wiederholung abwarten. Das geht in Ordnung. Diese rote Karte könnte sie teuer zu stehen kommen. Das ist natürlich ganz wichtig. Der Torhüter hilft seinem Team mit diesen Paraden in einer schwierigen Phase. Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne. Es gibt Eckball. Solche Tore wollen wir sehen. Bei diesem Tor haben sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit eiskalt ausgenutzt. Oder haben Sie es gesehen, liebe Zuschauer? Mit seinem schwächeren Fuß macht er das Ding. Das ist doch unglaublich. Aber das zeichnet halt einen kompletten Fußballer aus. Christoph Leitgeb. Arnautovic. Ja, guter Versuch. An die Latte und da ist noch alles drin. Und es gibt Ecke. Da müssen Sie doch ganz anders zu Werke gehen. Da müssen Sie kompakter stehen. Da bieten sich ja unglaubliche Lücken in der Hintermannschaft. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Und das ist Leitgeb. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Ja, das ist natürlich eine Riesenchance gewesen. Den muss er eigentlich im Tor unterbringen. Und da hat er die Chance zum Ausgleich gehabt. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Und bitteschön. Tja, so sieht das aus. Wenn ein Spieler im Prinzip den zweiten Fuß nur hat, damit er nicht umfällt. Kein Wunder, dass der daneben ging. Er muss seinen schwächeren Fuß ganz einfach anders, besser trainieren. Das ist Silva. Normalerweise stehen die hinten so solide, den Eindruck hat man jetzt nicht gerade. Christoph Leitgeb.
Marc Janko. Ja, das sieht gut aus. Oh, da hat er das Glück für heute aber voll ausgereizt. Gute Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Was ist denn nur mit der Abwehr los? Oh, da haben nur die berühmten Zentimeter gefehlt und das war Glück für den Torwart in dieser Situation. Ja, da muss auch ein Mann seiner Klasse sich einfach mehr konzentrieren. Hier im Abschluss eine Riesenmöglichkeit lässt er liegen. Das gibt Einwurf. Piqué. Silva. Den Ball hat Iniesta. Fabregas. Genau in den Lauf. Silva. Und der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Christoph Leitgeb. Marc Janko. Das haben sie im Training geübt. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und er trifft. Haben sie doch geführt, aber nichts mehr. Sie mussten den Ausgleich hinnehmen. Jetzt ist die Partie wieder völlig offen. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Riskant gespielt, aber okay, wenn der Ball ankommt. Also was nennt man wohl eine geschossene Mannschaftsleistung. Ball hat Silva. Es gibt Abschluss. Zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Und hat er die Situation gut eingeschätzt. Und? Mensch, da musst du auch mal die Ruhe haben in so einer Situation. Da musst du auch mal die Ruhe haben. Warum so überhastet? Das ist die Frage. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Fabregas. Das ist Iniesta. Das sieht gut aus. Ja, den hat er gut gehalten, aber für den Stürmer ist noch was drin. Thank you.
Christian Fuchs. Christoph Leitgeb. Na, schön. Und so sehr sie sich auch mühen und es... Der Pass perfekt. Oh, ist das bitter für das Team. Dieses Gegentor, nicht nur fürs Team, auch für die Fans. Die sind ja sprachlos. So, und jetzt können sie es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Nach diesem Führungstor soll der Gegner doch mal kommen. Das ist Sergio Ramos. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Iniesta. Flanke, wie verhalten sich jetzt die Stürmer im Strafraum? Sicher pariert vom Torhüter. Keine Nachschusschance für den Gegner. Oh, das war ganz eng. Ja. Das ist Silva. Das wird gefährlich. Oh, klasse, das hat er super gemacht. Und ich sehe gerade, hier müssen noch 4 Minuten nachgespielt werden. Kombinationsfußball wie aus dem Lehrbuch. Ja, und jetzt lassen Sie die Abwehr ganz alt aussehen. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Und da luchst er ihm den Ball ab. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt. Marc Janko. Sergio Ramos. Da ist der Schusspfiff. 5:4. Fast schon unglaubliches Resultat. Also ich muss sagen, großartige Leistung. Die Mannschaft hat hier trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit fantastisch gespielt. Übrigens völlig zu Recht gewonnen. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.